Der Dollar fällt. Aber warum fällt der Dollar? Ist das einfach nur das ganz normale Auf und Ab an den Märkten? Oder passiert hier gerade was, das einige Beobachter schon länger vermuten? Dass nämlich die Tage des Dollar und seiner Dominanz im Finanzsystem gezählt sind und dass jetzt möglicherweise sein Niedergang beginnt. Gründe dafür gäbe es. Und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Dollar ist sehr schwach. Das ist jetzt einfach mal die Diagnose der letzten Monate. Er fällt erstaunlich stark und das auch gegenüber Währungen, wo wir eigentlich sagen würden, das sind Schwachwährungen geworden. Beispielsweise gegenüber unserem Euro. Hier haben wir den Euro in Dollar die letzten 15 Jahre. Der Euro hat natürlich nicht wirklich überzeugt. Er war kurz vor der Finanzkrise tatsächlich in der Spitze 1,60 Dollar wert. Seitdem geht es aber kontinuierlich bergab. Der Euro und die Eurozone haben natürlich auch ein Bild abgegeben in den letzten 10 Jahren. Das war jetzt nicht so vertrauenswürdig. Aber jetzt im Zuge der Coronavirenkrise, da sehen wir plötzlich eine deutliche Erholung des Euro von einem niedrigen Niveau aus. Das gleiche hier jetzt nochmal die letzten 5 Jahre, da sieht man es noch ein bisschen genauer. Erholungsversuch vom Euro im Jahr 2017, der aber in sich zusammenfällt, dann wieder jahrelang Schwäche und jetzt aber der letzte Kursrutsch im Zuge der Coronavirenkrise, der ist gebremst geblieben, kann man sagen. Und seit diese erste Corona-Panik vorbei ist, zieht der Euro jetzt gegenüber dem Dollar sogar massiv an. Und damit ist der Dollar eigentlich angeschlagen. Wie sieht es mit den anderen Währungen aus? Das ist der US-Dollar-Index, also die Wertentwicklung vom Dollar gegenüber 6 anderen Währungen. Euro, Yen, Schweizer Franken und so weiter. Da müssen Sie jetzt umdenken. Also vorhin ist das Ganze vom Euro ausgegangen im letzten Chart, Euro zum Dollar. Jetzt hier der Dollar gegenüber diesen ganzen anderen Währungen. Also alles umgekehrt. Wir sehen aber auch beim Dollarindex, es gab zumindest seit 2014 nochmal eine Hochzeit vom Dollar zu den anderen Währungen. Aber jetzt beginnt der Dollar auf hohem Niveau plötzlich abzusacken. Und das im Grunde mitten in der Corona-Krise. Woran könnte das liegen? Es gibt viele Leute, die sagen, die Dominanz im weltweiten Währungssystem geht auf ihr Ende zu. Wir wissen natürlich, der Dollar ist die führende internationale Reservewährung. Das globale Finanzsystem ist ganz stark auf den Dollar ausgerichtet. Er ist die Referenz für viele Devisen, für viele Rohstoffpreise und viele Staaten und auch Unternehmen weltweit finanzieren sich auch noch in Dollar in einem erheblichen Umfang. Und diese herausragende Position, die wird aber jetzt gerade in Frage gestellt von vielen. Und dabei wird argumentiert, die USA, die hätten so große strukturelle Probleme, dass diese Position eben nicht mehr haltbar ist. Es gibt kurzfristig auch noch andere Argumente für die Dollarschwäche, unter anderem die Wahlen in den USA, die natürlich für eine gewisse Verunsicherung jetzt sorgen könnten. Dann selbstverständlich und leider auch die Tatsache, dass die USA mit der Coronaviren-Epidemie zurzeit viel schlechter zurechtkommt als andere große Länder. Die USA haben jetzt 160.000 Corona-Tote. Die USA stehen für 4% der Weltbevölkerung, aber sie melden zurzeit 25% aller Neuinfektionen auf der Welt. Das wären alles gute Gründe für die Dollarschwäche. Meiner Meinung nach wirklich gute Gründe, aber wahrscheinlich sind sie dennoch nicht stichhaltig.
Weil wir wissen ja alle, dass die Märkte zurzeit wegen dem Coronavirus jetzt eigentlich nicht in Panik sind, sondern im Gegenteil, der Nasdaq-Index ist auf Rekordhoch, der S&P 500 fast auf Rekordhoch. Die Leute kaufen also Aktien wie verrückt, sie kaufen auch Edelmetalle wie verrückt, sie kaufen sogar auch US-Anleihen, weil sie die Hoffnung haben, die Zinsen fallen noch weiter, sodass man eher sagen kann, die Märkte sind momentan euphorisch. Und wir wissen auch, in solchen Euphoriephasen ist es nicht unüblich, dass der Dollar fällt. Wenn die Risikoneigung steigt am Markt, dann geht man eben davon aus, dass mehr Kapital aus dem Dollarraum heraus in andere Länder und andere Anlagen fließt. Und dementsprechend geht der Dollar in solchen Marktphasen eben oft nach unten. Und das erklärt im Grunde schon viel. Und im Grunde könnten wir es damit auch bewenden lassen. Die kurzfristige Dollarschwäche ist damit begründet. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Aber klar, es geht uns ja um was anderes. Es geht darum, ist mittelfristig und langfristig die herausragende Position des Dollars im Finanzsystem noch haltbar? Was spricht gegen den Dollar? Das sind, wie gesagt, schwere strukturelle Schieflagen. Also erstens ein chronisches Handelsbilanzdefizit, das schon seit Jahrzehnten da ist, dass das Land im Grunde auch schon seit Jahrzehnten ausblutet. Ein großes Problem wirklich, das im Grunde von den US-Präsidenten erst von Donald Trump wirklich mal angegangen worden ist. Und zweitens, ein noch größeres Problem wahrscheinlich, das ist das US-Haushaltsdefizit. Damit die Verschuldung, die immer mehr steigt und die jetzt in der Coronavirus-Krise wahrscheinlich auch regelrecht explodiert. Zum Handelsbilanzdefizit hier in Rot, das ist etwas zurückgegangen die letzten Jahre, lag aber vor der Coronavirus-Krise immer noch bei über 40 Milliarden Dollar und zwar pro Monat. Und der Rückgang kommt jetzt auch weniger durch die Strafzölle in den letzten Jahren als durch Öl- und Gasproduktion im eigenen Land durch Fracking. Aber dennoch, die USA leben seit Jahrzehnten massiv über ihre Verhältnisse im Außenhandel. Und unter normalen Umständen hätte das schon den Wert des Dollar erodieren lassen müssen in den letzten Jahren. Und der zweite Faktor, die US-Staatsverschuldung, die auch schon lang aus dem Ruder läuft, eigentlich schon seit der Finanzkrise und wo jetzt natürlich die Lage auch in der Coronavirus-Krise weiter eskaliert. Die Grafik hier, die ist von Wolf Street kommen, ist aber jetzt auch schon wieder veraltet, weil die ist von Ende Mai und inzwischen sind wir hier nämlich schon bei 26 Billionen Dollar Staatsverschuldung. Und was hier auch schön zu sehen ist auf dieser Grafik, das ist, wie in den letzten Jahren jedes Mal die Schuldenobergrenze gerissen worden ist und wie die Neuverschuldung aber trotzdem zu keinem Zeitpunkt und von keiner Regierung auch abgebremst worden ist oder eingedämmt worden ist. Und im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, da lag die US-Staatsverschuldung Ende 2019 bei 106% und Ende 2021 könnte sie schon bei 130% liegen. Das befürchtet man zumindest bei Fitch, wo man jetzt den Ratingausblick für die USA auch runtergesetzt hat, auch negativ auf negativ. Und auch das spricht ja jetzt nicht gerade für den Dollar. Aber es gibt was, das die letzten Jahre schon für den Dollar gesprochen hat, und zwar das Zinsniveau. In der Eurozone oder in Japan oder der Schweiz, da haben die Notenbanken nach der Finanzkrise, obwohl die Lage da ja auch besser geworden ist, nicht im Traum dran gedacht, dass sie den Leitzins mal anheben. Und in den USA war das anders. Die Fed hat das schon versucht, diese Zinswende, zumindest versucht. Ab 2016 in der Spitze bis auf eine Spanne von 2,25 bis 2,5%. Und es hat sich auch entsprechend ausgewirkt. Hier Rendite von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, die waren für unsere Verhältnisse uns hier sowieso immer relativ hoch noch. Und die sind auch von 2016 bis 2018 wieder gestiegen, in der Spitze auf 3,2%. Und einem Anleger aus Deutschland oder Japan treiben 3,2% natürlich Tränen in die Augen. Für eine Bundesanleihe hat man zum selben Zeitpunkt 0,4% bekommen.
Und dieses Gefälle, dieser hohe Renditeunterschied, der hat natürlich Kapital in die USA angezogen und das hat den Dollar in all den Jahren stark gestützt, trotz dem Handelsbilanzdefizit und trotz der steigenden Schulden. Nur jetzt ist der US-Leitzins natürlich auch wieder am Boden und der Zins für 10-jährige US-Staatsanleihen ist eingebrochen auf nur noch 0,5%, wie Sie hier sehen. Ja, und auch in den USA muss man ja davon ausgehen, dass der Leitzins noch sehr lange jetzt unten bleibt. Und damit fällt für den Dollar natürlich ein ganz entscheidendes Kaufargument einfach weg. Und die negativen Aspekte, Außenhandel und Verschuldung, die kommen jetzt natürlich wieder viel stärker zum Tragen als früher. Apropos Zinsgefälle, eine von den ganz großen Wirtschaftsnationen hat noch ein halbwegs interessantes Zinsniveau, und zwar China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der Leitzins ist auch da gesenkt worden, liegt jetzt aber noch bei 2,95% und der Zins für Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, der liegt wieder bei knapp über 3%. Sind keine rasend hohen Zinsen natürlich, aber das Gefälle zu den anderen großen Währungsräumen mit ihren Nullzinsen, das ist dadurch natürlich schon extrem hoch. Und um dieses Thema ganz speziell mal, da geht es im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also China, seine Währung, das Zinsniveau, chinesische Anleihen, welche Zukunft die chinesische Währung möglicherweise hat und wie man als Anleger davon vielleicht auch profitieren könnte. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Nutzen Sie die Möglichkeit. Es ist meiner Meinung nach ein spannendes Thema, gerade jetzt, weil jetzt sich ja auch der chinesische RMB zum Dollar gerade wieder auch stabilisiert. Der Anmeldelink für die Reports von uns, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, zurück zum Dollar aber nochmal. Also ich ziehe aus der momentanen Lage für mich folgende Schlüsse. Kurzfristig erstens, ich vermute, dass die Dollarschwäche bleibt, auch die Dollarschwäche gegenüber dem Euro. Das ist was, auf das man eventuell kurzfristig auch setzen kann. Es sei denn, dass demnächst ein Stimmungsumschwung kommt an den Börsen insgesamt, dass da zum Beispiel ein Abverkauf jetzt kommt. Dann wird das Ganze wahrscheinlich wieder drehen. Dann werden die Anleger, solange dieser Abverkauf anhält, wahrscheinlich wieder in den Dollar flüchten. Insofern, wenn jemand mit einer Korrektur rechnet, ist der Dollar vielleicht ein ganz interessantes Investment sogar. Er ist aber nicht mehr die Fluchtwährung schlechthin. Das ist meiner Meinung nach mittlerweile der japanische Yen. Der japanische Yen wäre damit sozusagen, naja, nicht uninteressant, zumindest zur Diversifikation, wenn man der Rallye an den Börsen jetzt skeptisch gegenüberstehen würde. Das zweite, mittelfristig, der Dollar und seine Position, seine Vormachtstellung, da würde ich wirklich sagen, die sind angekratzt. Die strukturellen Probleme, die sind schon eklatant. Die Frage ist, sind sie lösbar? Das Zinsgefälle ist erstmal weg, das Handelsbilanzdefizit tritt dadurch voll ins grelle Licht und der Grund für dieses Defizit ist ja auch ein zu hoher Dollar. Und in einer normalen Welt würde es mittelfristig auch dadurch abgebaut werden, dass der Dollar fällt. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die der Meinung sind, die USA würden jetzt den Dollar mit aller Macht auch hochhalten, indem sie jetzt zum Beispiel dieses angebliche, ja, Petrodollar-System überall auf der Welt mit Krieg und Gewalt verteidigen. Es gibt dazu ein Extra-Video von mir. Ich halte von diesen Theorien nicht sehr viel. Und es ist ja auch nicht das, was in der US-Außenpolitik gerade passiert. Ganz im Gegenteil. Wir haben spätestens seit Donald Trump ganz dezidiert eine Politik, die den Nimbus des Dollar und seinen Außenwert schwächt. Die Politik der Trump-Regierung, die orientiert sich ja fast ausschließlich an der Handelsbilanz. Hier ist ein Tweet von Donald Trump vom letzten Jahr. Man möchte meinen, ich wäre vom starken Dollar begeistert. Das bin ich nicht. Das hohe Zinsniveau der Fed im Vergleich zu anderen Ländern hält den Dollar hoch. Das macht es schwieriger für unsere großartigen Hersteller wie Caterpillar, Boeing und so weiter.
Ich habe den Tweet aus der New York Times, weil ich jetzt nicht zu Donald Trumps Followern gehöre. Jedenfalls, denn niedrigerer Dollar liegt definitiv auch im Interesse der USA. Und zur Finanzierung der eigenen Verschuldung braucht man das Ausland ja auch nicht mehr. Die Anleihen, die kann in den nächsten Jahren ja auch die Fed wieder kaufen. Aber die Verschuldung ist natürlich ein Thema an sich. Das Handelsbilanzdefizit wäre ja auch nicht so hoch geworden, wenn man die Konjunktur da jetzt nicht immer mit noch mehr Schulden künstlich auch aufgebläht hätte und damit ja die Inlandsnachfrage. Und davon kommt man jetzt natürlich schwer wieder weg. Und das nächste Problem ist aber auch, und das ist eins der ganz grundlegenden Probleme zurzeit im Finanzsystem international, dass die Märkte die Konjunkturstimulation über eine stark steigende Verschuldung, dass die nicht bestrafen zurzeit, sondern belohnen. Wo Wachstum ist, da brummen die Börsen und da fließt das Kapital hin. Egal, womit dieses Wachstum erkauft worden ist. Es gilt zumindest für die großen, reichen westlichen Länder. Ein Schwellenland, das so eine unsolide Haushaltspolitik verfolgen würde wie die USA, das wäre an den Kapitalmärkten schon längst brutal und hart abgestraft worden. Aber in den großen, reichen Ländern, da wird sowas von den Anlegern nach wie vor beklatscht und bejubelt. Woran wir auch wieder sehen können natürlich, dass es an den Märkten eben nicht immer nur um Fundamentaldaten geht, sondern sehr viel um Psychologie und natürlich auch um Voreingenommenheit. Und das ist auch der Grund dafür auf der anderen Seite, dass ich den Dollar jetzt auch nicht zu schnell abschreiben würde. Er ist aus fundamentaler Sicht überbewertet, sein Nimbus ist auch so nicht mehr haltbar und ich glaube auch nicht, dass er auf Dauer gehalten werden kann, wenn sich nicht irgendwas ändert in den USA. Aber zurzeit ist dieser Nimbus eben auch da und er ist eben auch noch relativ stark. Und darum muss man jetzt mit den ganz großen Wetten gegen den Dollar meiner Meinung nach auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Und was auch ganz klar ist, natürlich die Stärke des Dollar war bis jetzt auch immer die Schwäche der Gegenpart der jeweiligen, also Euro, Yen, chinesischer RMB. Und darum muss man eben gleichzeitig auch darauf achten, was passiert in diesen Währungsräumen. In dem Zusammenhang gern auch nochmal von meiner Seite die Erinnerung an die kostenlosen Zukunftsmärkte-Reports von uns, diesmal zur chinesischen Währung und zum dortigen Zinsniveau. Nicht vergessen. Und ein letzter Aspekt noch, den der überbewertete Dollar hat. Ein schwacher Dollar und ein fallender Dollar ist gut für Schwellenländerbörsen. Hier nochmal eine ältere Grafik von JP Morgan, die kennen Sie aus früheren Videos. Ein schwacher Dollar und eine Outperformance der Emerging Markets, das hängt eng zusammen. Die Korrelation liegt über die Jahre bei 80%. Ich habe hier schon oft kundgetan, dass ich die Begründungen, die immer angeführt werden für diese Korrelation, dass ich die inzwischen für veraltet und ja, schwachsinnig letztlich halt. Aber dessen ungeachtet, sie sind eben noch da in den Köpfen der Anleger. Und gegebenenfalls können wir davon bei einem fallenden Dollar in Zukunft ja profitieren. Denn um Emerging Markets, da geht es ja letzten Endes hier hauptsächlich auf meinem Kanal. Und wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, dann einfach Kanal abonnieren und dabei immer auch gleich auf die Glocke drücken, damit Sie sehen, wenn ein neuer Beitrag da ist und welcher Beitrag da ist vor allem auch. Denn es kann ja nicht sein, dass wir jetzt wissen, dass ein fallender Dollar nicht ganz abwegig ist und dass wir gleichzeitig auch wissen, dass die Emerging Markets davon profitieren würden und dass wir am Ende daraus aber doch nichts machen. Das wollen wir natürlich nicht. Darum freue ich mich auf Sie in Zukunft und es bleibt mir nur, mich für heute zu verabschieden. Und diesmal wirklich. Alles Gute Ihnen, bis bald, Dankeschön fürs Zuschauen.